Was ich vergessen habe, die Rede von Jörg Jeckel gibt es an der Mahnwache. Also, wer sich dafür interessiert, fallen nur doch ein paar Zahlen und es nochmal nachlesen möchte. Ich finde es so toll, wenn ich da hinten hingucke, wie weit da die Demo geht, also wie viele Menschen da sind. Ich finde es total klasse, freue mich ganz arg. Ich möchte als Anwohnerin noch was sagen zu dem, was das für uns bedeutet, wenn eben die Lastwagen nicht auf der Baulogistikstraße fahren, sondern eben hier durch unser Viertel. Es ist so, dass nicht nur einfache Betonmischer fahren, das wäre ja schon schwierig genug. Es sind schwere Lastwagen, aber es ist auch nur ein Lastwagen mit Anhängern dabei. Die bringen Material her, die bringen nicht nur Erde, das geht hier hin und her. Wir starten nachher unsere Demo-Route gegenüber in der Eckart-Rümelin-Straße. Dort besteht aus gutem Grund ein Lkw-Durchfahrtsverbot, das jedoch regelmäßig ignoriert wird. Wenn Sie nachher laufen, werden Sie das sehen und werden dann erschüttert sein. Ab ca. 20 Uhr tröpfelt das Tagesgeschäft aus. Die Betonmischer fahren rund um die Uhr. Und zwar so im halben Stundenabstand, meistens zu zweit, auf und runter zur C2-Fläche rüber. Es gibt aber auch immer wieder Nächte, also vor allem Nächte, in denen dann 3, 4, 5 Lastwagen hintereinander fahren. Ich denke mir immer, oder wir denken uns, entweder fahren die in der Nacht einfach ohne Genehmigung oder die haben eine Sondergenehmigung. Und dann stelle ich mir vor, da braucht dann die Deutsche Bahn bloß zu sagen, wir brauchen das für Stuttgart 21 und dann flutscht das. Stadtteil auch Projektbefürworter. Es gibt sogar Leute, die sind extra deswegen hierher gezogen, weil sie gedacht haben, das ist eine gute Anlage, aber das ist ein anderes Thema. Naturgemäß sind Projektbefürworter leidensfähiger, was Lärm und so weiter bezüglich S21 angeht. Ich kenne Befürworter, denen es wichtig ist zu betonen, dass sie noch nie auf einer Montagsdemo waren, aber selbst sie gehören mittlerweile zu den Stammgästen bei den Beschwerde-Hotlines der Deutschen Bahn, wenn dann mal wieder die LKWs nachts oder am Sonntag fahren. Nicht nur die Bewohner des IGA-Geländes, also das ist die Störzbachstraße, das ist hinten bei der S-Bahn-Haltestelle Nordbahnhof, also nicht nur die Bewohner, sondern sogar bis zur Steinbeißstraße, also bis ziemlich weit ins Viertel rein, beschweren sich die Anwohner über das berühmte Tuten, das von LKWs und Baumaschinen beim Rückwärtsfahren auf der C2-Fläche dann bis ins Viertel reinschallt. Und zwar, man kann es nicht oft genug sagen, nachts und auch am Sonntag. Das kann man nicht oft genug sagen. Balkone können nicht mehr genutzt werden und ich habe gehört, dass man die Fenster wohl fast täglich putzen kann. Es gibt aber auch Baugeräte, die einen Höllenlärm veranstalten. So steht zum Beispiel auf in der baubefindlichen Baulogistikstraße an einer Stelle direkt gegenüber von Wohnhäusern, das ist in der Rosensteinstraße, ein sehr lautes Aggregat. Also ein richtig lautes Ding und das läuft seit Wochen Tag und Nacht. Was für die Anwohner natürlich vor allem nachts eine ungeheure Belastung ist. Ja, ich höre euch. Jetzt kommen wir zu den Kindern. Die Kindertagesstätte, die über dem Lidl wohnt, hatte um eine Messstation für Feinstaub gebeten. Der Feinstaubbeauftragte Dr. Lohmeier erklärte, dass dies keinen Sinn machen würde, da zum einen die Daten erst nach einem Jahr ausgewertet werden und es zum anderen für Ergebnisse, wie immer sie auch ausfallen würden, keine Konsequenzen geben würde. Was ist das denn? Ist auch eine Kindertagesstätte. Deren Garten grenzt direkt an die Straße. Das heißt, die Kinder und Mitarbeiterinnen sind Tag für Tag dem Lärm, vor allem aber dem Fein- und Grobstaub, schutzlos ausgeliefert. Dafür fühlt sich auch niemand zuständig. So, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, ich muss jetzt aufhören mit meinen Anmerkungen.
zu den Terminen kommen. Als erstes freue ich mich, auf das Mahnwachenfest hinweisen zu dürfen. Die Mahnwache gibt es jetzt seit 4 Jahren. Stellen Sie sich das mal vor, da stehen viele Menschen, viele verschiedene Menschen, seit 4 Jahren, Tag und Nacht, bei Regen, Schnee, so wie heute beim Regen, jetzt ist es ja schön, sicher haben sie auch mal schönes Wetter, stehen da für uns alle, geben Informationen, diskutieren, lassen sich anpöbeln, bewahren die Ruhe und ich finde ihr Motto standhaft, 4 Jahre Mahnwache trifft es ganz genau. Sie uns zusammen diese Leistung feiern, und zwar an diesem Donnerstag, den 17.07. um 17 Uhr, sind aber viele 7 noch, im Berger Festzelt an der Haltestelle Mineralbäder. Ich hoffe, wir sehen uns. Ganz wichtig ist auch folgender Hinweis. Für die beiden Bürgerbegehren, Storno 21 und Leistungsrückbau 21, haben die Organisatoren nun eine Abgabefrist festgelegt. Hintergrund ist, dass sich beide Bürgerbegehren auf der Zielgeraden befinden und nun ein genauer Überblick wichtig ist. Das heißt, bitte geben Sie sich spätestens an diesem Donnerstag, dem 17.07., also wo es Mahnwachenfest ist, gleiches Datum, alle voll und auf alle angefangenen Unterschriftslisten bei der Mahnwache ab. Denken Sie bitte auch an die Listen, die Sie vielleicht in Geschäften oder Arztpraxen auslegen durften. Nach dem 17.07. können und sollen Sie noch weiter sammeln und Listen weiter auslegen. Aber jetzt sollen alle bisher gesammelten Unterschriften zusammengetragen werden, damit sich die Organisatoren einen genauen Überblick verschaffen können. Im Rahmen der Friedensstadtwoche vom 12. bis 21. Juli 2014 in Stuttgart gibt es verschiedene Veranstaltungen im Bereich Kultur, Politik, Wissenschaft und Demokratiebewegung. Unter anderem gibt es am Sonntag, den 20. Juli um 15 Uhr am Stauffenbergplatz eine Friedenskundgebung unter dem Motto Nie wieder Krieg und Faschismus, unter anderem mit dem Journalisten Franz Alt und dem Historiker Dr. Gerhard Rach. Nun noch ein Hinweis in sozusagen eigener Sache. Morgen werden wir an dieser Stelle hier ab 6.30 Uhr frühstücken und die Lkw-Fahrer ganz herzlich dazu begrüßen und einladen. Wer von euch oder Ihnen Zeit und Lust hat, ist natürlich auch eingeladen. Je mehr wir sind, desto größer ist der kulturelle Austausch. Im Übrigen trifft sich die Blockadegruppe nach der Demonstration dann wieder hier, um eben so das Frühstücksmenü zusammenzustellen. So, zum Schluss noch der letzte Hinweis. Zum Schluss kommt immer ein letzter Hinweis. Auch die nächste Demonstration, also die nächste Montagsdemo, findet wieder hier statt, an gleicher Stelle, gleiche Zeit. Und ich hoffe, wir sind dann genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr. Und jetzt startet unser Demozug. Er führt durch die Eckartstraße, die zur Rümelingstraße wird. Und gucken Sie bitte auf das Schild, wo steht Lkw-Durchfahrt verboten. Und denken Sie daran, dass Ihnen dann nachts die Laster entgegenkommen. Also führt Rümeling bis zur Steingangstraße, dort biegen wir rechts ab und laufen links auf der Rosensteinstraße, die dann parallel zur zukünftigen Baulogistikstraße führt, bis zur S-Bahn-Haltestelle Nordbahnhof. Dort gibt es unseren Schwabenstreich. Nach dem Schwabenstreich ist die Demonstration beendet. Einen schönen Abend noch und bis zur nächsten Woche oben bleiben.